Rein können wir nicht, ne? Nein. Ach man, der arme Mann. Und Leon ist so lieb. Ach man, er ist wirklich mein Lieblingscharakter aus dem Universum. Wie kann man so lieb sein? Jill und er sind super. Aber er ist halt, er hat so ein Herz aus Gold. Und gut, dass Ada uns endlich genug vertraut, um mit uns zu reden. Aber die Frau sollte sich wirklich neue Schuhe besorgen, denn wenn es schwer wird, sie auszuschalten, ja, Umbrella auszuschalten, dann nicht mit diesen Schuhen, Mädchen, nicht mit diesen Schuhen. Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Ja. Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Ja, Umbrella. Verständlich, dass die Leute dem vertraut haben, wenn es nur als Pharmaunternehmen dargestellt wird. Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Ich bin überrascht. Ich dachte eher, ich kenne mich ja nicht so mit der Lore aus. Ich dachte, Ada ist eher auf der Seite von Umbrella, aber so eher so Mittelding. So 50-50 auf der Seite von Umbrella und gegen Umbrella. Hat sie irgendwie persönlichen Zwist mit dieser Annette? Oder das klang sehr aufgeregt, gerade wie sie es gesagt hatte? Hier kommen wir zu Annette. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh, danke. Oh, Gentleman, Ada. Ist es nicht normalerweise Frauen voraus? Kommt's auch hinterher? Sie macht einfach riesen Abstand. Ada, ich weiß, die Kanalisation stinkt, ja, aber nicht wir. Okay, sie ist nachgelaufen. Sie hat zugehört. Wir stinken doch nicht so sehr. Vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Ich meine, ich kann es mir vorstellen. Umbrella, böse und bla. Aber seit Jahren hat das so gut funktioniert und jetzt ist alles eskaliert. Die sind aber ganz schön schlecht in ihrem Job. Unzerstörbare Waffen oder nicht? Die hätten das ja wenigstens kontrollieren können. Und zwar ein bisschen besser. Außer das war mit Absicht, alle Menschen jetzt umzubringen. Scheiße! Ah, ich glaube, das ist X-Mann. Nein, das ist bestimmt Mr. X. Das ist der Tyrant. Lauf! Was zum Teufel? Nein, 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 nein. Lass mich hier lang, bitte. Oh, Munition. Das war ein Riesenalligator. Ich will nicht gegen Riesenalligatoren kämpfen. Bitte. Wieso? Wir sind in der Kanalisation immer Alligatoren. Mann, oh. Ich will nicht gegen das Viech kämpfen, das sieht eklig aus. Speichern. Mano! Verdammte Viecher! Die Bretter werde ich nicht mehr brauchen. Brauche ich hier irgendwas? Nö. Ach man, diese verdammten Viecher. Oh, das war auch so groß. Das war ja bestimmt 3, 4, 5-fach so groß wie ein normaler. Kommst du mit? Ada? Ada, komm mit. Ada, ich habe Angst. Ada, bitte nimm meine Hand. Ada, bitte. Komm doch mit. Was machst du da? Tanzst du alleine? Komm mit, Ada. Ich hoffe, sie teleportiert sich gleich zu uns. Ach man, Ada. Ich will doch Hilfe haben. Da kommt sie jetzt endlich. Jetzt komm hinterher, verdammt nochmal. Ich weiß, deine Schuhe wird es wahrscheinlich nicht dreckig machen hier, aber trotzdem. Ich will deine Hand halten. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Ich will nicht gegen Riesenalligatoren kämpfen. Und dieser Tyrant, ich will auch nicht, dass der zurückkommt. Oh, das ist ja bestimmt. Es ist nicht zu spät, umzukehren, Leon. Niemals! Keine Chance. Du hast mich bis zum Schluss am Hals. Ganz genau. Ich bin kein Feigling. Ich bin kein Feigling. Ich glaube, ich bin kein Feigling. Ich mach das. Ich meine, hallo, in echt würde ich das auch mitmachen. Es ist zwar, ich würde wahrscheinlich in der ersten Situation sterben, aber hey, Abenteuer, endlich mal was Cooles erleben. Außer das, das ist nicht cool, das ist ja ekelhaft. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Kommst du auch runter? Komm, ich fange dich auf, dann musst du nicht... Warte da. Was? Nein, soll ich da warten? Komm mit... Nein! Ey, da komm mit runter! Ich will nicht alleine sein! Nein. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott, nein! Ach du Scheiße! Das ist kein Alligator, was ist das? Leon!
das ist kein Alligator. Was ist das? Wieso muss ich laufen? Was ist das? Was bist du? Ah, hier ist niemand sonst. Ah! Moment. Wir sind gefressen worden. Oh, ich bin doch aber gesprintet. Warte, was hätte ich tun sollen? Hätte ich in irgendeine Ecke gehen sollen oder so? Was war das denn? Wenn sie einfach in der Mitte geradeaus rennen, enden sie als Alligatorfutter. Moment, ich hätte den Tipp gerne weiter gelesen. Ich darf also nicht in der Mitte laufen. Ich muss... Kann ich das überspringen? Ja, kann ich. Ah, geh zur Seite! Okay, wir müssen jeweils zur anderen Seite gehen. Je nachdem, wo er hinrennt. Okay. Lass mich in Ruhe! Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Geh zusammen damit! Wohin willst du jetzt? Rechts, links, wo willst du hin? Ah, ich weiß nicht wohin! Oh, okay, das gehört so. Ja, beiß darauf, stirb! Ada? Du ekliges Viech! Kau da dran! Übergroßer Mistkerl! Ganz genau, Leon! Mann! Drecksviech! Okay. Oh, jetzt bin ich hier voll. Ah, der ganze Müll und der ganze Dreck und das ist alles eklig und. Da ist ein Ding! Ada? Ada! Leon, hier oben! Bitte lass mich hoch! Was zur Hölle war? Dankeschön! Komm einfach hoch! Das war ein bisschen verstörend, okay? Ich habe Fragen. Das kannst du mir nicht verneinen. Das ist, dass ich Angst habe, okay? Ich würde es gerne kombinieren damit, danke. Erklär mir, was war das für ein Sag Ding? Nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Ganz genau. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Ja, weil ich neu laden durfte, deswegen bin ich in einem Stück. Danke, Spiel, dass du Erbarmen hast mit uns. Oh, ein Fahrstuhl. Bitte lass ihn nicht abstürzen. Machst du Tür zu? Oder müssen wir die Tür zumachen? Nur, dass ich das geht einfach verstehe. Von alleine. Umbrella verkauft Monster wie das da an wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war. Annette ist viel gefährlicher. Können wir Annette erschießen? Oder können wir sie ja dem Alligator vom Fraß werfen? Da ist bestimmt noch ein zweiter irgendwo. Oder den Tyrant geben. Der soll sie fressen. Oder den Fuß abbeißen oder so. Na komm, wir gehen. Oh, ein Hut. Können wir den aufsetzen? Das sieht ein bisschen ranzig aus, aber Sicherheit geht vor. Hüte und Helme sind wichtig, Menschen. Ja, wieso sage ich Menschen? Leute, immer einen Helm aufsetzen, wenn ihr in der Kanalisation rumläuft. Ganz wichtig. Das sollten wir tun, das ist wichtig. Komm, wir gehen hier raus. Komm, Ada, komm bitte mit. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Wann haben wir sie schnell gefunden? Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Oh mein Gott, sei vorsichtig! Oh, Leon! Oh mein Gott, vorsichtig! Wir kriegen das G-Virus nie! Wir werden es auf jeden Fall bekommen! Du kannst mich mal! Wie überraschend für eine Forscherin. Oh nein! Leon. Wir haben Kraut! Leon, wir haben Kraut! Kümmer dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Bitte verlass uns nicht, auch wenn er das sagt. Wir brauchen Hilfe. Wir haben Kraut. Kraut ist gut. Stopf das da rein und dann geht wieder alles. Oh, sie hat uns echt geholfen. Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Danke, dass du geblieben bist, Ada. Wir spielen Ada? Sei ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht. Oh, wie cool! Wir können Ada spielen! Ich bin Ada! Warum sieht das so komisch aus? Ah!
ich bin ein Dino. Okay, wir sind Ada, wir müssen jetzt mit den Schuhen klarkommen. Was genau ist da passiert? Ach, der war dabei, sich zu verwandeln, ne? Hey. Können wir ein bisschen was von unserer Money mitnehmen? Auch Leon. Du atmest noch, ne? Ja, er bewegt sich. Auch wenn ich froh bin, Ada zu spielen. Ich mag Leon deutlich lieber zu spielen. Aber ich hoffe, 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 dass es Leon gut gehen wird. Bitte wach auf und es geht dir gut. Ich bitte dich. Okay, hier können wir nicht lang. Es sind zwei Wege und ich wusste nicht. Es fühlt sich viel leichter an. Ich frage mich immer, wie Spiele das machen. Dass sich ein Charakter viel leichter anfühlt zu spielen als ein anderer. Die Männer fühlen sich immer ein bisschen schwerer an zu spielen einfach. Und es ist cool, dass sie es so umsetzen können. Ich weiß noch nicht, wie. Was hast du denn da? Was ist das? Ein EMF Visualizer. Okay. Benutzen Sie den EMF, um Kabel aufzuspüren und elektronische Geräte zu hacken. Das ist cool. Können wir das auf 3 tun? Oder so? Nein, nur ins Inventar. Zeit für die Spezialwaffe. Können wir das nicht hacken jetzt? Ich verstehe nicht. Oder muss ich das da... Achso, hier muss ich das machen. Oh, das ist cool. Sowas will ich auch haben. Da komm, Ada. Ab zum Fahrstuhl. Oder nicht? Ich dachte, das sollten wir tun. Ach, jetzt sollen wir oben hacken. Ups. Wird er nicht schneller machen oder so? Kann das sein? Ja, wir machen es gerade sehr viel schneller. Ach, wir machen es kaputt. Ah, doch kein Fahrstuhl fahren. Nichts leichter. Das ist eine coole Waffe. Und das ist auch unendlich. Wir haben damit keine Money oder keine Cooldown-Sachen. Die ganzen Kakerlaken. Aber die, guck mal, die Kakerlaken sehen doch viel humaner aus als die, die wir eben gesehen hatten. Warum waren die anderen denn so groß? Obwohl, die sind auch ziemlich groß. Sind Kakerlaken immer so groß? Da hinten. Oh mein Gott, das ist ja super. Das Ding ist richtig cool, ganz ehrlich. Die Ratten denken sich auch gerade, was passiert denn jetzt? Ja, die Ratten, die Kakerlaken. Wisst ihr, eine Kakerlake von denen war noch da und sagt, Jerry, Jerry, wieso fliege ich? Ich kann ganz so fliegen. Ich bin ein Beyblade geworden. Huch, hallo. Oh, guck mal, wie freundlich der ist, der lächelt. Ich will nur lächeln, nicht reden, danke. Das Lächeln war angenehm. Eine September-Inspektion, erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Also ein Armband sollen wir finden. Das sollten wir hinbekommen. Kannst du sterben? Ich will nicht alle Schuss, den wir mit ihr haben, verschwenden. Okay, immerhin ist er tot. Wir hätten auch einfach gehen können, weil wir hätten nicht einfach gehen können. Ich brauche wahrscheinlich wieder das Ding. Der lebt immer noch? Sag mal. Moment, wir können einfach gehen. Diesmal gehen wir einfach. Ich verschwende doch nicht alles, was ich habe. Nein, das ist schon wieder so ein komisches Gebiet. Bitte lass den Typen nicht nochmal kommen. So, wir gehen mal hier runter. Jetzt beruhig dich doch mal. Dass er uns auch die ganze Zeit verfolgen muss jetzt, ne? Das kann nicht wahr sein. Wo ist das? Huch! Wir haben nicht so viel... Ah doch, wir haben Schuss aufgesammelt, ne? Moment, wir haben ganz viel Schuss. Und der Typ oben kommt natürlich auch an. Der hat nicht genug bekommen. Irgendwo da hinten. Da hinten irgendwo. Da können wir irgendwo noch Loot finden auf dem Weg. Es steht hier irgendwo was, was wir brauchen. Bitte hätten die ganze Zeit diese... Huch! Hey, bist du das? Von eben? Das ist doch... Nee, das ist gar nicht der von eben, aber der lächelt genauso. Der ist mit nur 2 Schuss gestorben.
Moment, das war doch der von eben. Das hier ist eine andere. Frag mich, warum einige deutlich schneller sterben als andere. Irgendwas mache ich doch nicht richtig. So, jetzt können wir gleich zum Fahrstuhl. Aber erstmal ist hier irgendwas... Hier ist nichts. Ah, doch, hier sind Sachen. Munition, das ist gut. Die brauchen wir. Und eine Blendgranate. Auch nicht schlecht. Können wir gebrauchen. Ich würde einmal bitte durch. Ich will nicht so viel verschwenden. Huch, ich muss da lang. Ich habe Besseres zu tun, okay? Dass die Frau mit den Schuhen so viel laufen kann. Die muss furchtbare Blasen haben, wenn die ganze Mission hier vorbei ist. So, einmal nach oben. Ey, da ist sie. Jetzt habe ich sie. Wieso hat die denn so lange gebraucht, um voranzukommen? Immer gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich Ihnen lassen. Wir haben doch ewig gebraucht, um Leon noch zu helfen. Annette! Annetti! Das wirst du nicht überleben. Ich bring dich um. Ich werde dich erschießen und dann gebe ich Wesker mein Kram, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das tun wird. Hartnäckiger Mistgirl, was? Das hätte ich nie ausprobieren sollen. Ich habe viel zu langsam gehandelt. Bitte heck schnell. Wieso geht das immer noch nicht? Habe ich das nicht fertig gemacht? Der ist schon hinter uns. Ich muss doch noch hacken. Ich habe doch noch... Ich habe zu tun, okay? Lass mich in Ruhe. Ich habe zu tun, Mister. Kann ich das von der Seite hier machen? Das ist ja immer noch... Warum kann ich... Ich kann ja nicht wieder runter, ne? Oh, Junge. Das bringt nichts. Aua, 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 aua. Ah! Wieso muss man denn immer hinfallen, wenn einen schlägt? Da kommt man doch gar nicht weg. Wie ihr Arm rumfloppt. Ups, er floppt. Wo muss ich hin? Ist das hier aufgegangen? Nee, das ist eine Wand, die zugegangen ist. Hab ich gar nicht gesehen. Wieso habe ich es nicht aufbekommen? Ich verstehe das nicht. Was soll ich denn machen? Ich verstehe das nicht. Ich sterbe, oder? Ich höre ihn schon wieder hinter mir. Mann, ich verstehe das nicht! Warum? Egal, was ich davon mache. Wieso? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Oh, ich werde sterben und das nochmal machen müssen. Ich verstehe das nicht. Ich komme ja auch nicht wieder runter mit dem Fahrstuhl. Ich verstehe das nicht. Jetzt bin ich tot. Ich verstehe das nicht. Ich muss doch eigentlich... Ich verstehe das nicht. Da sind doch nur zwei, oder habe ich eins nicht gesehen? Ich meine, ein Band fehlt ja noch hinten, aber das Band, das kann ich ja nicht sehen. Oder bin ich blöd? Die meisten Waffen sind für ihn Puste. Ja. Könnte ich jetzt alle nach oben? Ja, ja, den Fahrstuhl habe ich. Kann ich das jetzt schon machen und sehen, wo das hinführt? Und wenn ich das jetzt schon mache, dann habe ich das Problem gleich nicht. Ist das was, was man unten macht? Weil das wäre eigentlich fies, weil man kommt ja nicht mehr runter. Aber ich weiß ja nicht. Wir gucken mal ganz kurz. Wir gucken lieber. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, ne? Alles klar. Kannst du endlich sterben? Ah, die ist auch wieder da. Ist die Nachbarin von Helga. Such dir Hobbys, ja? Ich hab nichts mit dir am Hut. Ich will nichts mit dir am Hut haben. So, wo ist das? Guck mal, da hinten ist was. Aber ich kann damit auch nichts machen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum? Ich konnte doch gar nicht mehr runter. Oder habe ich was verpasst?
Oh, das ist der Typ. Den kann ich sowieso nicht. Moment, da war ich noch nicht, oder? Hier war ich noch nicht, oder? Oh, hat sich nicht gelohnt, hier hinzugehen. Bitte pass mir nicht an. Dankeschön. Ja, ich bin überfragt. Dass dieser Mr. X natürlich jetzt auftauchen muss wieder, ist blöd. Ich komme hier... Aber wieso kann ich jetzt eigentlich nicht mehr... Moment. Kann es sein, dass ich das geändert habe, dass ich deswegen nicht mehr runterkam und ich müsste das erstmal hinten machen, dann zum Fahrstuhl und dann nach unten laufen? Jetzt das kann sein, dass das der Grund ist. Dann sollte ich vielleicht doch die Zombies umbringen. Immer gut im Weglaufen, Matt. Das muss ich ihn lassen. Oh, ich schieße natürlich daneben. Kannst du bitte sterben? Was? Oh. Okay, eine ist wenigstens. Bitte stehen die nochmal auf. Ich weiß das nicht, ob sie noch lebt. Einer lebt noch, aber einem kann ich ausweichen. Wir können... Mal gucken. Da ist er. Er fährt den Fahrstuhl hoch, der Typ, ey. Hartnäckiger Mistkerl, was? So, Hauptsache, der Fahrstuhl geht noch. Das Licht ist noch an. Hier kann ich ja nichts machen, aber ich verstehe nicht ganz. Irgendwas muss ich unten machen. Solange der Fahrstuhl noch geht, kann ich hier vielleicht versuchen auszuweichen. Ich weiß noch nicht, wie ich da ausgewichen bin, aber das war der Mega-Move. Was war das denn? So, geht der Fahrstuhl jetzt noch, weil ich habe nichts geändert. Wann ist der Typ laut? Er geht nicht mehr, der Fahrstuhl. Ich verstehe es nicht. Kann ich nochmal ausweichen? Komm, greif mich an. Okay, ich glaube, jetzt bin ich am Arsch. Ich komme da nicht vorbei. Ja, der wird mich jetzt die ganze Zeit boxen. Ernsthaft, du hast so eine komische Mega... Du hast deine Fäuste zusammengeschlagen und deswegen hast du jetzt verpasst, mich umzubringen. Ich meine, danke, aber das war dämlich. Ich werde nochmal den machen. Ich verstehe es nicht. Jetzt kommt er auch schon wieder. Ich verstehe es nicht. Wieso geht das denn nicht? Hä, das geht ja doch. Ich dachte, weil es rot ist, heißt es, dass es nicht geht. Ich dachte, weil es rot ist, heißt es, dass es nicht geht. Die Lüge. Oh mein Gott, ich dachte, das geht nicht, weil es rot ist. Das ist jetzt fies, okay? Das war fies, das war dumm von mir. Da hinten. Okay, ich muss hier hinten nochmal machen. Mann, und ich denke, ach, das ist ja, das leuchtet rot, also geht das nicht. Oh mein Gott, bitte schlag mich nicht. Oh, ich dachte, ich kann es beim Bewegen machen. Nein, ich hab verkackt. Komm schon. Komm, Ada, geh durch. Oh, und ich dachte, wenn es rot leuchtet, dann geht's nicht. Das war so doof. Das war echt dämlich. Ups. Ach, Manu. Ich habe noch nichts zum Heilen. Ich hoffe, ich krieg gleich was. Ah, ein Speicherpunkt. Leon, ich muss dich überschreiben. Es tut mir leid. Was ist das? Das ist kaputt. Also kein Strom, nicht kaputt. Das ist sowieso ganz gut, denn ich muss hier rumgucken, ob ich hier Loot finde. Ich bräuchte Heilung. Heilung wäre toll. Oh. Wie viel habe ich davon jetzt eigentlich schon? Ich weiß das nicht. Ich hoffe, wir haben bald alle davon. Kriegt man bestimmt eine Errungenschaft oder so. Oder irgendeinen Boni, den man freischalten kann für das Spiel. Aha, hier oben. Einmal anmachen. Ganz sachte, genau. Ganz vorsichtig. Oh, ein Brief. September-Inspektion, zweite Woche. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband können wir endlich mit unseren Inspektionen des Abrissgeländes beginnen. Was den Bericht von neulich über den Verbrennungsofen angeht, so ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist es nur Sperrmüll.
Ich werde nach Abschluss dieses Berichtes mal einen Blick darauf werfen. Ich bin ja mal gespannt. So, hier können wir runter. Was blinkt denn bei dir so? Hallo? Bist du der Sperrmüll, von dem geredet wurde? Ah, du bist gestorben hier drin beim Sperrmüll. Oh, sie macht das zu. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist ein Ofen. Ich will nicht verbrannt werden. Bravo. Verbrennen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen G nie in Ihre Drecksfinger. Bin nicht als Einzige dahinterher. Das wissen Sie. Dann sterben Sie nicht allein. Du bist ein Miststück, ganz ehrlich. Oh mein Gott. Ich habe nur eine Minute. Was kann ich machen? Das an der Tür kann ich nicht umändern. Da unten. Dann das. Wenn es da lang geht, dann geht das da lang. Wenn das da oben lang geht, kommt das bei dem an. Das ist gut. Einen haben wir. Haben wir den ändern? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo geht das denn? Das geht zu dem? Und dann müssen wir den unteren ändern. Ich glaube, dann reicht das. Ey, dass die ist aber auch grausam, dass die uns bei lebendigem Leib verbrennen möchte. Was ist denn ihr Problem? Komm schon, geh auf. Wir haben 15 Sekunden. Komm schon, geh auf. Gott, lauf, Ada. Das Miststück weiß, was sie tut. Gut, dass wir das Gerät hatten, sonst wären wir echt verbrannt. Wir wären einfach gestorben. Im Feuer. Mein Gott. Umbrella ist echt grausam. Kann nicht wahr sein. Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte bis zu diesem Datum zurückgeben. Okay. Vergessen. Oh, dann nicht. Hier ist... Ach, hier ist die, wo sie herkam. Auf der anderen Seite ist der Mistakes wieder. Gucken mal. Der kommt bestimmt hier auch gleich nochmal. Oder hier kommt eine Cutscene. Das sieht so aus, als ob hier irgendwas gleich passiert. Das sieht sehr verdächtig aus. Oh Mann, hier kommt bestimmt Bosskampf oder sowas. Bestimmt falle ich jetzt die Brücke runter, weil Mr. X draufspringt und dann fallen wir zusammen runter. Oh Gott, was ist denn das? Schluss mit dem Katz- und Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Hey, die Frau ist langweilig. Spiel doch ein normales Spiel mit mir und nicht das. Ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Jean. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Ada, du solltest da runtergehen. Oh mein Gott, lauf! Oh nein! Komm, halt dich fest! Oh, das klappt nicht mehr. Gott sei Dank ist da Müll. Ich habe keinen schlimmer Müll. Oh mein Gott. Oh nein. Oh, rausreißen ist eigentlich nicht gut. Diese blöde Kuh, Mann. Wieso lässt... Ah, die kämpft so unfair. Was ist das? Oh, verdammte Annette. Oh mein Gott, Ada? Bitte nicht ohnmächtig werden. Leon? Wach auf! Ada braucht dich! Leon! Wach auf! Er wacht auf. Oh mein Gott, du musst dir unbedingt helfen gehen. Ada. Du musst dir helfen gehen, Ada. Leon. Na komm, wir gehen. Wir retten sie. Oh, das ist kaputt. Wieso ist denn das kaputt? Ada, wo bist du? Können wir den Fahrstuhl jetzt benutzen? Ja, können wir. Ich hoffe, wir kommen auch direkt zu ihr. Wir können uns nicht zu viel Zeit lassen. Da hat irgendwas ein Geräusch gemacht bei ihr. Irgendwas ist da gar nicht gut. Müssen wir irgendwas wegpacken oder mitnehmen? Na, wir haben auch nichts Besonderes.
Ada, wir retten dich. Komm, quetsch dich da durch. Kannst du nicht? Boah, du kannst dich da nicht durchquetschen. Dann können wir runterspringen. Da. Na komm, runter. Hoffentlich kommt kein komisches Wasserviech wieder. Warum müssen wir denn die Wasser... Ah, warum gibt es eigentlich immer Wasserlevel so generell? Oh mein Gott, das ist gar nicht gut. Das sind Rohre. Bitte lass kein Wasserviech kommen. Oh Mann. Wieso kann ich keine normalen Wege gehen? Oh nein. Ich werde nachher wieder laufen müssen, ich sehe das schon. Wir müssen doch aber schnell zu Ada, nicht, dass es dir schlecht geht. Ich meine, ist sie nicht gerade sogar in Ohnmacht gefallen? Das wäre gar nicht gut. Das kommt mir so bekannt vor hier. War das auch bei Jill im Teil? Wenn ja, waren die Viecher ätzend, wenn das in dem Spiel war. Die habe ich gehasst, die hier unten waren. Das war doch bei ihr, oder nicht? Gehen wir die gleichen Wege wie Jill? So fast die gleichen Wege? Das ist doch hier gewesen. Oder bin ich blöd? Das kommt mir so bekannt vor. Was hat er denn da in der Hand? Achso, das ist die Schrotflinte. Das kommt mir so bekannt vor hier. Nee, Videokassette. Na, soweit Ada das... Das Ding wieder rausdrücken, können wir uns sie anhören. Wenn wir sie finden. Hier waren wir hundertprozentig mit Jill mal. Auf jeden Fall. Das kommt mir so bekannt vor. Oder ist sie nach uns da? Huch. Einmal mitnehmen, bitte. Zerquetsche ich jetzt den Zombie? Ah, nee, der ist auf der anderen Seite. Was zum? Warum sagst du was zum? Du hast doch schon so viele Zombies gesehen. Der war zwar ein bisschen merkwürdig, aber... Kommen wir nicht rein. Okay, wir müssen das Teil wieder reinsetzen. Wir müssen auf die andere Seite. Wir gehen doch zum Fred rüber. Fred! Fredo! Oh, hallo! Lange ist es her. Das können wir auch nicht. Warum benutze ich eigentlich die ganze Zeit nicht meine Pistole? Das ist eine gute Frage, warum ich das nicht tue. Die kann ich mir selbst nicht beantworten. Was ist das, ein Messer? Wir haben wieder ein Messer! Yay! Frage ist... Wo gehen wir jetzt lang? Nein, ich will nicht runter. Ah! Oh, ich wollte doch gar nicht runter. Scheiße. Oh nein. Hört ihr das? Ich höre schon wieder Sachen. Hör auf. Das ist doch... Das haben wir bei Jill doch auch gesehen. Und ich sag mal, bin ich wahnsinnig. Das kommt mir so bekannt vor hier. Aber das ist auch so lange her. Ich habe keine Ahnung mehr. Oh ja, das kommt mir so bekannt vor. Wenn es das wirklich ist, dann habe ich es so gehasst. Wo bist du hin? Bitte fass mich nicht von unten an, das ist ekelhaft. Bitte lass mich in Ruhe. Oh, ich dachte, das wäre ein Müllbeutel. Ich dachte, das wäre ein Müllbeutel. Lass mich in Ruhe. Das sind ja wirklich diese Viecher. Nein. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich gehe. Wo bin ich denn jetzt? Muss ich unten doch nichts mehr machen? Ich bin so verwirrt. Interessant. Ab nach oben. Ich hoffe, wir müssen nicht zu lange bei den ganzen Orten sein. Das Elektroteil haben wir jetzt natürlich nicht mitgenommen, aber das hätten wir auch nicht können. Wo ist sie denn hin? Das ist echt eine gute Frage. Also, keine gute Frage, aber wir wissen es. Aber für Leon ist es eine gute Frage. Gehen wir jetzt an die Umbrella Headquarters. Director Owens. Im Nest jagt ein Alarm den nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen.
Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Direktor Owens, die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. Was, war das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot, ich leide unter schrecklichen Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Dr. Owens, Director Owens, Sie waren das von A. Sie waren das von Anfang an. Director Owens hat's getan. Oh, und das schon wieder, das Schließfach. Mein Gott, wer braucht denn diese Schließfächer? Heißt, nee, die war, Annette hieß ja nicht Owens mit Nachnamen. Wer ist denn Owens? Wer ist das und was genau hat sie getan? Das hört sich gar nicht gut an. Was ist das? Hallo? Hört sich gar nicht gut an. Oh, gut, dass wir das Gleiche sagen. Boah, auch an dich, wer da draußen ist. Komm schon. Ey, wir sind da. Da ist Ada. Ada. Gott, wir müssen ihr helfen. Ich komme, Ada. Irgendwas ist zu diesem Waste Disposal, das ist gar nicht gut. Oh, wir haben eine Karte bekommen. Sehr gut. Ada, bitte, bitte stirb da unten nicht, während wir ewig brauchen, um hinterher zu kommen. Oh, hier können wir die Kassette einlegen. So, falls das noch funktioniert. Aber Strom scheint ja alles zu gehen bisher. Bitte. Oh, bitte aufhören. Bitte auf! Bitte! Nein! 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 Hier drüben, du Freak! Tu ihm nicht weh! Tu ihm nicht weh! Oh mein Gott! Sind das die Wasserviecher, die wir gesehen haben? Oh nein! Oh, der Arme! Ich glaube, es sind die Wasserviecher. Ich wette, die Ratten verbreiten es. Das kann gut sein, dass die Ratten das verbreiten. Ratten sind ja meistens Träger in den, ich meine, in den Spielen in echt, wenn man über die Pesten und so nachdenkt. Broschüre der Kanalbaufirma. Grußwort des Vorsitzenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an Knights Construction Company. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre, an den Kanalisationen der schönsten Stadt unseres Landes arbeiten zu dürfen. Stets mit unseren Grundprinzipien der Freude an der Arbeit und des überlegenen industriellen Designs. Wir bei KCC glauben, dass unsere Designs keinesfalls unterirdisch sein müssen, nur weil wir unter Tage arbeiten. Unsere Arbeit ist eleganter als einer Dame, prächtiger als ein Springer, gemütlich wie ein Bauer und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. Ich freue mich darauf, Sie vor Ort zu treffen. CEO des Knights Construction Company, Ehrenmitglied der des Weltschachsverbands, ehrenamtliche Berater des Raccoon Schachclub und ehrenamtlicher Leiter der Fischer Schachfreunde, Erby Fischer. Alles klar. Freude an Arbeit, während man in der Kanalisation arbeitet. Das ist auch ein bisschen weit hergeholt, oder? Ich weiß nicht, wie viel Freude das wirklich bereiten kann. Aber wahrscheinlich für sie oder ihn. Denn immerhin müssen die Arbeit nicht verrichten. Die planen das nur. Die Kassette können wir wegtun. Ist hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Öffnen der Türen zum U-Bereich. Ich habe beim letzten Irrentransfer das Ding verloren, in dem steht, wie man die Tür zum U-Bereich öffnet. Ich weiß zwar noch, dass man in jedes Terminal einen Stecker stecken muss, aber sollte jemand sich noch daran erinnern, welcher wohin gehört, sei er doch bitte so lieb und teile sein Wissen auf der Pinnwand. Hat jemand eine Ahnung, wie es geht? Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm legen sich gegenüber. Oh mein Gott, okay. Ich würde mir das gerne aufschreiben, aber ich habe kein Papier und Stift hier. Nicht gut, aber das kann man es merken, oder? Turm und Springer, Läufer und Dame nicht nebeneinander, Dame und Turm. Zur Not gehen wir uns das nochmal durchlesen. Achso, das ist direkt neben uns. Ja, okay. Perfekt, wir müssen eh Sachen dafür sammeln. Dann muss ich es mir doch nicht merken, wir können immer wieder gucken. Hatte ich gespeichert? Ja, ne? Ich meine ja, aber nochmal, wir speichern nochmal. Okay.
kann nie genug speichern bei solchen Spielen. Können wir hier raus? Ja, können wir.